SIA Hauptstadtstudio Interview. Ja, herzlich willkommen zum ZIA Hauptstadtstudio, heute im Interview mit Sun Jentsch, Geschäftsführerin beim ZIA. Und sie war heute für uns bei der Anhörung des Senats für Stadtentwicklung zum Mietendeckelgesetz, sehr umstrittenes Gesetz oder ein sehr umstrittener Gesetzentwurf. Und Sun Jentsch möchte ich fragen, was war der Eindruck, wie war die Anhörung? Die Anhörung war insofern schon ausgewogen, weil wir hatten so roundabout 45% zumindest Wirtschaftsvertreter da, also mit IHK und der Handelskammer. Für uns als zentraler Immobilienausschuss war es schon nochmal wichtig, unsere Positionen auch darzulegen, welche Auswirkungen das haben wird, dieser Mietendeckel. Was ist das Hauptargument des ZIA gegen dieses Mietendeckelgesetz? Also für uns als zentraler Immobilienausschuss gibt es gar nicht nur ein Argument, sondern es tatsächlich auch mehrere Argumente, warum der Mietendeckel so in dieser Stadt nicht funktionieren wird. Weil wir haben nicht zum einen auch natürlich schon Vertrauensverlust für an Investoren, an Bauherren hier in der Stadt, nämlich der Neubau wird damit erliegen. Das ist für uns offensichtlich, weil jede Investitionsplanung über 10 Jahre geht und nicht wie der Mietendeckel über 5 Jahre. Das heißt, wir werden nur weniger Wohnungsneubau bekommen. Das zweite Argument ist, wir werden auch einen Modernisierungsstopp haben. Das heißt, wir werden an der Stelle im Handwerk alleine einen Umsatzeinbußen haben von 7 Milliarden Euro pro Jahr. Ja, und das dritte Argument ist natürlich auch nochmal die verfassungsrechtliche Seite, weil die Gesetzgebungskompetenz liegt ganz klar auch beim Bund und eben nicht beim Land Berlin. Und das hatte der Verfassungsrechtler Herr Papier jetzt am Wochenende oder am Freitag nochmal deutlich dargestellt. Wie wird es denn weitergehen? Hat dieser Gesetzentwurf mit all seinen Gräuel und Schauertaten denn tatsächlich Verwirklichungschancen? Das wird sich zeigen in den nächsten Wochen. Ja. Die Senatorin selber, sie hält natürlich daran fest, sie betont auch extra nochmal, dass es ja ein Beschluss des Senats ist, also mit ihren Koalitionspartnern, um das Gesetz auch durchzusetzen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass der Verfassungsrechtler Herr Papier eben sehr klar ausgedrückt hat, dass es verfassungswidrig ist. Dennoch wird sie es auf den Weg bringen. Ja. Aber dann wird es wahrscheinlich mindestens 1,5 Jahre Rechtsstillstand geben dazu. Wir werden dranbleiben beim ZIA Hauptstadtstudio und sicherlich des ein oder öfteren noch über den Gesetzentwurf und das Gesetz zum Mietendeckel berichten.